Willkommen zurück, Pokémon-Freunde, hier bei Pokémon Let's Go Evoli im Rocket-Versteck. Ja, wir sind in Prismania City und haben das Versteck dieser kriminellen Vereinigung gefunden. Und schauen jetzt mal, was es hier zu tun gibt. Sie ist eine Spionin, die sich hier umschaut und gibt uns das Rocket-Set. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Aha, der Look steht uns gut. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Irgendwie sehen wir auch sofort böse aus. Na, die Schuhe sehen jetzt nicht so nach Team Rocket aus, aber okay. Wie sieht die Tasche aus? Langweilig. Ich dachte, da wäre auch noch so ein R drauf, aber nein. Wir könnten Evoli aber auch den Diktahut geben. Aber nein. Wir nehmen die Kappe. Ja, die Sonnenbrille bleibt. Und das Rocket Shirt. Aber so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht zu dem, was wir vorher anhatten. Naja, schon ein bisschen. Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Hallo, ich bin einer von euch. Schau mich an. Beschaut er uns einfach. Naja. Ja, Vulpix habe ich gerade noch geheilt. Das hat ja im letzten Part etwas Schaden genommen. Leider. Gegen so ein Radikal. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht. Das Problem bei Vulpix ist, dass es wahrscheinlich bald ja, entwickelt werden muss. Denn schaut euch an, wie viel Schaden das einfach nimmt. Und so ein Wunder hält natürlich mehr aus. Na gut, Smogon ist besiegt. Und jetzt kommt ein Radfratz. Oh, das würde ich wahrscheinlich wieder richtig reinhauen, aber ich bleib bei Vulpix. Und setze wieder Flammenwurf ein, denn der Rest bringt nicht so viel. Ja, die Frage bei Vulpix ist, wann soll ich es entwickeln? Im Grunde lernt es nur noch Feuersturm und die Attacke möchte ich sowieso nicht für Vulpix haben, denn Flammenwurf ist mir auf jeden Fall lieber, es ist sicherer. Also, im Grunde könnten wir es auch jetzt schon entwickeln. Ich meine, Vulpix raut richtig rein und Verteidigung ist halt bei Vulpix sowieso nicht so hoch. Bei Vulnona wird es auch nicht anders sein. Wobei, eigentlich schon. Naja. Also, wir können es eigentlich entwickeln. Hier sind drei Stärke-Bonbons. Und hier ist die Tür, die wir nicht betreten können. Ja, ich würde sagen, wir trainieren Vulpix noch ein bisschen und dann entwickeln wir es. Naja, ich habe Mumm, hier einfach reinzukommen, ich weiß. Eigentlich bin ich ja einer von euch, aber ihr seht das wohl nicht. Schade. Golbat. Ja. Da nehme ich Georock für. Den Golbat haut schon rein. Das ist natürlich auch sehr schnell. Sternschauer, ja. Dass jemand mit Golbat Sternenschauer einsetzt, kann ich auch nicht erwarten, also. Der hätte ja auch mit Vulpix drin bleiben können. Naja. Donnerschlag regelt. Und das Golbat ist erledigt. Gut. Ja, große Herausforderungen sind das jetzt nicht. Hier sind 5 Hyperbälle. Ja, dann gehen wir weiter nach unten. Und da hinten werden wir gleich
ja, ein bisschen Rätsel-Master spielen müssen. Aber erstmal hier noch den Rocket-Rüpel besiegen. Der ein Hypno einsetzt. Ich finde, der Hypno gehört auch zu den gruseligeren Pokémon. Naja. Flammenwurf. Und es hält auch viel aus. Psi-Strahl. Ich muss wechseln. Dann ist Daisy mal wieder dran. Können wir auch mal Spukball ausprobieren. Okay. Und jetzt wird es länger dauern. Naja. Daisy schläft tief und fest. Kopflos. Aber Daisy hat uns so lieb, dass es einfach aufwacht. Das ist schon mal gut. So, jetzt aber der Spukball. Sehr effektiv, reicht aber eben nicht. Ja, das kann doch nicht sein. Ah. Dann eben nochmal. Aufwachen, irgendwann vielleicht, Daisy? Ich weiß ja nicht. Ach, du Kopfnuss. Aber ja. Das ist einfach mega übel. Das will nicht so lastvoll und wird deshalb wach. Ah, naja. Immerhin haben wir das Hypno jetzt besiegt. Und den Rüpel auch. Daisy erreicht sogar ein Level. Level 32. Und Ethnos auch. Level 39. Okay. Wie erschrocken die. Mal gucken. So, mal gucken. Ja. Der erste Teleporter, den man... Oh ja. Das erste Transportband, das man nimmt, ist sowieso egal. Aber jetzt müssen wir mal genauer gucken. Jetzt hole ich das Item hier oben. Das ist ein Nugget. Ja, was hier so rumliegt bei den Dieben. Und dann geht's weiter nach unten. Ist auch noch ein Item. Ein Aufwecker. Hier haben wir TM5 Erholung. So, mal schauen. Ja gut, hier kann man gar nicht so viel falsch machen, oder? Untere? Oder der obere? Dann nehmen wir erstmal den unteren. Es ist egal. Bei dem anderen hätten wir halt gleich nochmal die Wahl gehabt und dann wären wir auch hier angekommen. Also, ja. AP Plus. Okay. Soweit, so gut. Dann jetzt hier unten weiter. Hier ist ein Aufzug, für den wir einen Schlüssel brauchen. So, was gibt's hier? Etwas Ärger. Mit Ärger kommen wir klar. Ach, kann ich einen Mirapla oder einen Knofense haben? Ein Voltoball. Ein Voltoball ist ungefähr so das Schlechteste, was er haben kann. Für uns. Denn das ist mega schnell. Und ich habe auch nicht wirklich was dagegen.
Naja. Gut, Donnerschlag wird dir nicht so viel bringen, Voltoball. Dann machen wir mal Schaufler. Sternschaufel bringt dir noch weniger. Hast du ja nicht mal Step drauf. So, das Voltoball ist erledigt. Und Georg erreicht Level 34. Das ist schon heftig. Aber es ist natürlich getauschtes Pokémon und kriegt spezielle EP. Also, ja. Steigt es auch schneller auf. So, hier ist ein Hypertrank. Und hier sind 5 Superbälle. Okay. Krieg ich den Schlüsselöffner gar nicht hier? Eigentlich müsste der auch hier sein. Okay, sie hat einen Retter. Widerlich. Oder ist das schlau, mit Ethnos zu kämpfen? Ich weiß es nicht. Aber der Oh nein, schon wieder Gift-Hieb. Ja, das war's. Tut mir leid, Vulpix. Nach dem Kampf entwickle ich dich. Oh, Matty. Dein Psy-Strahl sollte das regeln können. Oh, du kannst doch Megasauger, hab ich ganz vergessen. Hat es ja nach der Arena gelernt, durch die TM, die Erika uns gegeben hat. Und jetzt kommt noch ein Arbok. Okay. Das ist natürlich schon ein bisschen mächtiger als so ein Retter. Aber hat auch eine Psychoschwäche. Hält trotzdem sehr viel aus. Und halt auch gut aus. Naja, wir gewinnen trotzdem. Und kriegen ganz gute Erfahrung, oder? Oh, war ein Volltreffer. Leider ein unnecessary crit, aber okay. 32 erreicht Level... Was? Gizmo erreicht Level 32. Tragosso. Tja, aber irgendwie kriege ich hier keine Schlüsselkarte. Liegt ja auch nicht rum. Okay, ich werde mal gucken. Hier geht es nur zurück, oder? Ja. Ach, es geht auch noch tiefer. Ja dann. Ich war schon verwirrt. Und verwundert. Aber wenn es noch tiefer geht, dann ist ja klar, dass... wir noch nicht alles haben. Okay, kleiner Eindringling nennt die uns. Naja. Die wird sehen, was wir auf dem Kasten haben. Aber sie hat einen Golbat. Ach, ich wollte doch Vulpix entwickeln. Ach, naja. Gizmo los, erledige das. Mit einem Risikotackle. Na, dann nehmen wir auch mal selber Schaden. Aber naja. So, hier ist... Finsteraura! Jawohl! Okay, Vulpix, heute ist dein Tag. Denn du lernst jetzt erstmal Finsteraura. Statt Feuerwirbel. Und dann kriegst du einen Feuerstein. Ach guck mal, wir könnten es sogar auf Evoli einsetzen, aber das will einfach nicht. Naja, dann kriegst du es eben
Ätnos, auch wenn es besiegt ist. Ätnos entwickelt sich. Und da ist unser Vulnona. Wow. Ach, schön. Und Pokédex-Eintrag hatten wir schon lange nicht mehr. Einer Sage nach ist Vulnona die Wiedergeburt der Seelen von 9 edlen Zauberern, die miteinander verschmolzen sind. Sehr schön. Ja, dann gebe ich jetzt auch mal einen Beleber für dich aus. Denn dich will ich in Aktion sehen. Und wenn du versagst, dann hole ich das Alola-Vulpix. Nein, Scherz. Georok, du bist zwar auch cool, aber Vulnona war noch gar nicht draußen. Wieso kommst du nicht raus, Vulnona? Bist du zu groß für dieses Gebiet? Scheint so. Na, hier liegt ein Beleber. Dann haben wir wenigstens gar keinen Verlust gemacht. So. Schauen wir mal. Da liegt ein Item. Ein X-Tempo. Ja. Ist das der Schlüssel? Nein, das ist ein Sonderbonbon. Ah, es geht aber noch tiefer. Von hier komme ich jetzt gar nicht mehr weg. So. Das müsste der richtige Weg sein. Ja. So, hier ist noch ein Rüpel. Ach, ich stelle mich in den Weg, wann immer ich es für richtig halte. Und gerade gegen euch sollte man sich in den Weg stellen. Radfratz. Klar, wenn wir einen Vulpix haben, haben die ein Radikal. Wenn wir einen Vulnona haben, haben die ein Radfratz. Oh, du bist wunderschön. Zeig mal, was du kannst. Perfekt. Und Level 31 für Matty. Jawohl, Käfergebrumm. Oh, was tue ich jetzt weg? Stärke 90. Stärke 75. Stärke 65. Ich hoffe, sie strahlt. War zu schön mit dir, aber... Käfergebrumm ist schon cooler. Vor allem, weil es auch noch Step hat. Voltoball ist mir egal, habe ich keine Angst mehr vor. Ganz meinetwegen auch in die Luft fliegen. Aber besser nicht. Oh, wir sind sogar schneller. Ja, perfekt. War zwar ein Volltreffer, hätte aber glaube ich auch ohne gereicht. Level 33 für Glöckchen. Ich muss endlich wissen, wo der Attacken-Wiedererlerner ist für Rasierblatt. So, hier geht's noch tiefer. Hier liegt sehr viel rum. AP Plus. Hier ist eine Karte von Kanto. Hypertrank. Da liegt auch was. Und das wird bewacht. Das wird der Schlüssel sein. Ja. Er hat den Schlüssel für den Aufzug. Was schlecht für ihn ist, denn jetzt kriegt er was... Was dich gewaschen hat? Oh, Slimer. Whoa. Na, Slimer ist ein gutes Pokémon, aber stinkt natürlich ein bisschen. Naja, Flammenwurf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, es überlebt. Härtner wird dir aber nichts bringen, denn ich greife dich speziell an. So, dann mal her mit dem Schlüssel. Plan B.
Er rennt weg. Nein, er wirft es da oben hin. Oh mein Gott, blöd, Mann. Hahaha, ich bin schlau. Kann ich die Kartons nehmen? Na, die sind auch zu schwer. Die. Oh, und der. Na, irgendwie werde ich da schon hinkommen. Du Blödmann. Kann ich den Mülleimer nehmen? Allzu schwer zum Tragen. Ach, hier ist ein Stuhl. Ja. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Evoli, kannst du das regeln? Unser Evoli ist so cool. Oh mein Gott, ich kann Evoli steuern. Oha. Boss, was macht dieses Tragosso hier? Weil meine Handlanger haben es einfach hergebracht, unaufgefordert. Der Schädel, den dieses Tragosso auf seinem Kopf trägt, er ist wunderschön. Wenn wir es zu einem Knocker entwickeln, sollten wir damit einen hohen Preis erzielen. Oh mein Gott. Was haben die vor? Evoli, los. Unser Evoli ist einfach das Beste. Ja, aber sehr leise, da oben gibt es nämlich Ärger. Oh, da gibt es auch nochmal Ärger. Naja, den Aufzugsschlüssel haben wir. Und Jesse und James haben uns wohl gehört. Oh, sie denken, es war nur Mauzis Magen. Okay. Müssen wir jetzt ganz den Weg zurückgehen, oder? Wir können einfach in unsere Arme springen. Gut. Der Rüpel hat sich auch verzogen. Schade, ich hätte gern gesehen, was er dazu sagt, dass wir, ja, es geschafft haben, an den Schlüssel zu kommen. Und jetzt müssen wir das Tragosso retten. Finde ich cool, dass die Story ein bisschen geändert wurde mit dem Tragosso. Ist auf jeden Fall zum Besseren geändert worden. Und es bringt natürlich auch Abwechslung rein und halt, ja, man rechnet nicht damit. Und ja, ich bin zufrieden damit. So, wie komme ich jetzt? Okay, ist der richtige Weg, oder? Ja. So, dann mal schauen. Viertes Untergeschoss. Es geht nach unten. Hier liegt noch was. Nehmen wir mit. Ein Elixier. Und da sind Jesse und James. Und jetzt gibt's Ärger. Was hast du hier verloren? Ich werde Tragosso retten. Da kommst du zu spät. Wir haben schon längst den Boss übergeben. Wenn du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Jetzt gibt's Rache für das Fossil, denken die zumindest. Aber nein. Jetzt gibt es Rache dafür, dass ihr so scheiße seid. Oh, sie haben ihre Pokémon entwickelt. Ah, Bock und Smogmog, aber... Schicken wir einfach unsere Pokémon dagegen. Und dann sehen wir ja, welche stärker ist. Flammenwurf gegen Arbok. Und ich würde sagen, wir hauen auch sofort noch einen Risikotackle raus. Zumindest Arbok ist besiegt, ohne dass er irgendwas machen konnte. Das ist schon mal gut.
Jetzt die Frage, was macht Smogmog? Schlammbad. Und natürlich auf Evoli. Aber der Schaden hält sich in Grenzen. So, dann noch ein Flammenwurf. Und Evoli, du musst jetzt auf Ruckzuckhieb ausweichen, denn sonst nimmst du zu viel Schaden. Ich fürchte nämlich auch, dass Smogmog überleben wird. Auch mit Risikotackle hätte es wahrscheinlich überlebt. Ja, doch. Verdammt. Aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Also, Flammenwurf. Und noch ein Ruckzuck-Hieb. Das überlebt Smogmog nicht. Und damit sind Jesse und James mal wieder besiegt. Oh, immer diese Knirpse, die einen Strich durch die Rechnung machen. Ich hatte so ein gutes Gefühl diesmal. Oh, die dachten, die können uns verprügeln, aber Evoli hat uns beschützt. So, wer bist du? Sind das tatsächlich die Vorstände aus Heartgold und SoulSilver? Dieses Sylphscope hat alle meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voller Überzeugung sagen, dass die Sylph Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Atlas. Tatsache, oder? Das ist der Vorstand aus Heartgold und SoulSilver. Okay. Ich bin Atlas, ein Mitglied vom Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht auf. Nicht einmal auf Kinder. Oh Gott, nächster Kampf sofort. Okay. Er hat auch einen Smogmog. Das ist ja langweilig. Und das ist unser letzter Flammenwurf. Oh, verdammt. Oh, Matschbombe. Ja, dann. Dann wechseln wir nur zu wem. Ja, nehmen wir Georock. Die Matschbombe dürfte nicht sehr effektiv sein, oder? Ah, doch. Nee, doch nicht. Ich dachte, weil wir kein Boden-Pokémon sind, sondern nur eben. Ja, Gestein, aber. Finster-Aura? Scheiße. Verdammter Volltreffer, aber hätte er, glaube ich, auch ohne gereicht. Oh, damn. Matty? Das musst du hier regeln. Leider kannst du kein Psy-Strahl mehr. Aber dein Windschnitt soll. Dein Luftschnitt sollte reichen, oder? Also zweimal und dann. Ja, zweimal. Oh, Flammenwurf kann das. Verdammt, dieses Smogmog besiegt uns. Hilfe! So, jetzt nochmal Luftschnitt. Und dann ist das Smogmog besiegt. Was kommt danach? Slimog? Oder wieder Arbok? Nein, oder? Golbat. Tja, hätte ich jetzt noch Georock. Naja. Da wird jetzt leider Matty, ja, geopfert. Okay. Ja, was kann Daisy dagegen ausrichten? Nicht so viel, fürchte ich. Vielleicht können wir es paralysieren. Aber wahrscheinlich. Okay, es setzt keine Giftattacke ein. Dann überleben wir auf jeden Fall. Okay, Paralyse, perfekt. Dann können wir gleich auf jeden Fall. Ja, im Notfall auch mit Vulnoda nochmal Finsteraura einsetzen. Das ist jetzt alles kein Problem mehr. Spezialverteidigung sinkt auch noch. Perfekt. Und es kann wohl wirklich gar keine Giftattacke. Ja. Dann ist doch alles gut. Und natürlich überlebt es. Kann aber nicht angreifen.
So, einen Spukball noch. Dann ist Golbat besiegt. Und unser Team auch. Naja, gut, Level Up für Ednus immerhin. Und fast auch noch für Daisy. Ah, vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. Okay, der hat hier wohl nichts mehr. Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu besiegen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon, für uns nur ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte? Du willst, dass ich das Dragosso hier freilasse? Ach, das ist alles? Dafür schleichst du dich in unser Versteck und bringst dich selbst in Lebensgefahr? Scheinst du, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Unruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitte bereuen. Nein. Was? Ich dachte, wir kämpfen nur gegen Atlas und nicht gegen Giovanni. Oh, verdammt! Level 35. Okay. Ednus, tut mir leid, aber ich muss deine Runde nutzen, um Evoli zu heilen. Ja, wir kriegen sowieso einen Mogelhieb rein, dann war das gar keine schlechte Wahl. Ja, und jetzt... Konfustrahl? Nein. Schlitz überleben wir nicht. Der Mogelhieb hat schon so viel abgezogen. Oh, damn. Ich fürchte, Giovanni wird uns besiegen. Ich weiß, dass man halt hier eigentlich gegen Giovanni kämpft, aber weil auf einmal schon Atlas da war, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, dachte ich, dass der Kampf gegen Giovanni ausfällt. Aber was für ein Volltreffer ist das denn? Mann! Blödes Nubbeli-Cut. Nochmal Doppelkick. So, das ist immerhin besiegt. Jetzt. Level 33 immerhin. Und Daisy auch Level 33. Rihorn. Okay, okay, das ist gut. Dann gewinnen wir doch. Dann haben wir noch Ultrigaria. Aber nehmen wir erstmal Evolis Doppelkick, um hier Schaden zu machen. Ja, es hat eine hohe Verteidigung. Schlagbohrer. Wow. Ja, man konnte Evoli ausweichen, weil es nicht will, dass wir sehen, wie es vernichtet wird. War vielen das zu viel. Na, komm zurück, Evoli. Wir schaffen das auch so. Glöckchen regelt das jetzt. Und Rankenhieb. Okay. Das ging gerade nochmal gut. Wer hätte gedacht, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse? Na schön, nimm das Dragosso. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier mitnimmst. Sie ist eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Yo, Giovanni, du bist der übelste Bösewicht. Danke für das Silphscope, aber trotzdem, was soll das denn? Ja, du ziehst dich nicht nur fürs Erste zurück. Du wirst dich für immer zurückziehen, pass auf. So, Dragosso geht wieder nach Lavandia. Und wir können mit dem Silphscope schauen, was es mit den Geistern auf sich hat. Aber okay, ich würde sagen, das war es erstmal. Wow, wir haben einiges hier gemacht. Das war schon krass.
Nicht nur, dass wir halt ja erst gegen Jesse und James gekämpft haben und dann noch gegen Atlas und auch noch gegen Giovanni. Unser Team ist übelst verkrüppelt. 4 Pokémon sind besiegt und ja, was soll ich dazu sagen? Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Aber immerhin haben wir das Versteck jetzt in einem Part abgeschlossen, der ungefähr so 35 Minuten lang sein wird. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann, ja, im Pokémon-Turm vorbeischauen. Und bis dahin, alles Gute!